Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Skyline ist am Start, genauso wie eine kleine Runde. Let's play Tom Clancy's Ghost Recon Future Soldier. Ich hab's richtig ausgesprochen, ich bin der Beste. Wir wollen mal jetzt eine Runde weiterspielen und drücken Start. Und gucken mal, was wir heute so alles erleben. Hier haben wir nochmal ein zweites Startbildschirm, was wir auch mal direkt drücken werden. Wo ist denn jetzt der Knopf? Da. Siehste, da habe ich mir den Knopf suchen müssen. Ach Leute, ich bin so übermüdet, ich habe keine Ahnung. Ich habe die ganze Nacht nur auf dem Pott gesessen. Ich hatte schon Augenringe bis zum geht nicht mehr. Das sind keine Backen mehr, die ich habe, das sind alles komplett Augenringe. Und das ist ein Problem, was ich habe. Jetzt müssen wir erstmal hier Kampagne, diese Festplatte hier bitte. Und dann machen wir mal hier weiter, würde ich sagen. Ich muss auch den. Ich bin ja jetzt schrankaufbaumäßig, ich bin hier unterwegs und baue halt Wechselrichter auf. Und ich muss heute ein Paket, also ein Arbeitspaket komplett selber machen die ganze Zeit. War halt mal so mega stressig. Und hier haben wir wieder diesen verfickten Drecksladebildschirm. Ich sag's immer wieder, der Ladebildschirm ist scheiße, weil sich immer alles wiederholt. Warum ich das immer wieder wiederhole, das liegt daran, dass sich das Ding immer wieder wiederholt. Ja. Selbst schuld, das Scheißteil. Also, wenn euch das auf den Semmel geht, dass ich immer sage, dass das scheiße ist, dann sagt das einfach nur, dass der Bildschirm schuld dran ist. Oh, fuck mich. Das gibt's gar nicht. Ach ja. Wir wollen mal gucken, was uns heute alles so Schönes erwarten wird. Ladenbildschirme sind ein und das andere allesamt beschissen. Noble Tempest, 18:54 Uhr. Moment mal. Das kennen wir auch. Hat es zu spät gespeichert, wa? Ja gut, dann warten wir halt nochmal auf den Hubschrauber, weil der Hubschrauber Pick in der Hobbit to Isengard. Ja. So ein scheiß Lied, Alter. Aber ich feier's voll ab irgendwie. Ja, ein Los reicht. Du kannst ja auch im Viehmarkt welche kaufen. Einmal vollzählig, lass mal nachzählen. Ich kann nur bis 13, 2 ist mir zu hoch und wir sind 4. So, gut, das haben wir jetzt. Again beendet. Und, dann irgendwie neue Ausrüstung, kann ich auch irgendwie nichts mit anfangen, egal. Ist ja jetzt auch wurscht. Ach ja, und da haben wir es wieder. Scheiß Ladebildschirm. Ich wiederhole mich auch. Wenn sich dieses scheiß Ladebildschirm wiederholt, wiederhole ich mich auch. Lern damit umzugehen. Ja, ein Putzfeuer, 40er für meine Brille. Ich wusste, Nigeria wird nicht einfach, aber nimm es dir nicht zu Herzen. Die Leute hatten schon Ärger, bevor wir da waren. Hey, wir stehen hier an. Die Army hält wohl nichts von Manieren, was? Willst du mir etwa welche beibringen, ja? Entschuldige, wir sind heute etwas durch den Wind, haben 72 Stunden nicht geschlafen und ein Dorf voller toter Kinder hinter uns. Unser Fehler. Hey, ihr könnt ruhig vorgehen. Okay, so verschaffen wir sich das. Halt einfach die Klappe. Ich halte einen Platz frei, Matrose. Cool, ja. Schön. Das ist ein Stand Airbase. Sobald er durchgecheckt ist, kann er nach Hause. Sequenz. Das verdankt er euch. Dafür hat er uns wichtige Informationen überlassen. Die Schnipsel ergeben ein Bild, Gentlemen. Alle drei Versorgungsketten führen zu einem Mann, einem Waffenhändler in Pakistan mit internationalem Kundenstamm. Wir gehen nach Peshawar, einem Umschlagplatz für illegale Waren von und nach Südostasien, dem Nahen Osten und Afrika.
Das wird keine einfache Operation. Wer er auch ist, er hat schwere Ware. Militärtechnik und vielleicht sogar radioaktives Material. Wir müssen ihn ausschalten. NBA ist auch mit dabei. Wisst ihr? Schöne Sache. Ihr Einsatz sichert den unseren. Paar Footballstars. Ha! Wir holen den NBA ist nicht Basketball, ihr Luder. Ihr Team identifiziert, sichert und extrahiert den Lieferanten. ESI ist auch dabei. Identifi. Aber das ist eigentlich unsere Aufgabe. So, was haben wir denn hier alles? Bla 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 bla. Egal. Und, ach guck mal, haben wir was Neues hier. Infrarotsignatur und dient dem Aufspüren von Feinden. Am Boden können Sie sie als Crawler einsetzen. Sie verfügt sogar über eine akustische Pulswaffe. Aber verlassen Sie sich nicht zu sehr darauf. Okay, interessant. Blendgranaten gehören zur Standardausrüstung. Warnen Sie Ihre Kameraden, bevor Sie eine werfen. Sie machen im Umkreis alles blind und taub. Zwar nur für ein paar Sekunden, aber das reicht. Blendet vorübergehend Gegner, die in den Lichtblitz sehen, und macht sie kampfunfähig. Gut, auch schön. Sind Sie am besten untergebracht. Was sehen meine wunderschönen Augen? Vielleicht ein MSA mit guter Zieloptik. Ein, was sehe ich denn da? Für den Nahkampf. Ein fucking Scharfschützgewehr. Und wir können anscheinend nur die PDR hier nehmen. Okay, nehmen wir die PDR mit und Sensor, nehmen wir mal Blendgranaten und die Sensorgranaten. Das ist, glaube ich, jetzt besser geeignet. Und dann haben wir hier Sichtmodi, Tarnung und Drohnen. Aber das können wir anscheinend nicht ändern, nicht beeinflussen. Aber wir müssen es halt so hinnehmen. Geht nicht anders. Ladebildschirm! Ja. Dante Kacke. Chico! Psst. Nein! Genau das denke ich mir auch. Der guckt immer so blöd aus dem Fenster raus. Als wenn er gleich jumpen wollte. Jump! Jump! Oder selbstmordgefährdet. Tiger Dust, 16-2, Asien, Pakistan, muss sich. Warte mal kurz. Okay, Hunter, noch etwas. Da unten sind viele Zivilisten unterwegs. Bleiben Sie also unauffällig. Verstanden. Sollen wir den Käufer auch gleich mitnehmen? Negativ. Wir lassen ihn in Pakistan ab. Lebend. Sichern Sie nur den Verkäufer. Er ist das Ziel. Ich bin voll auf den Kaugummi getreten. Hi. Zielhaus markiert. Haltet die Augen offen. Wir wollen keine Überraschung. Scharfschützengewehr? Ohne Alarm auszulösen. Habe ich jetzt einen Schalldämpfer überhaupt eingepackt? Ist also ausschalten und keinen Alarm auslösen. Das Problem ist nur, die alle sind so gut, die riechen, dass einer gestorben ist. Gut, nach einer Weile würde ich es auch riechen, wenn einer gestorben ist, aber ihr wisst, was ich meine. Doch. Ein Gegner trägt ein Sturmgewehr. Zur Linken. Im Turm. Der da. Gegner erledigt. Was denn? Da. Gute Nacht, Vögelchen. So, den Schnitt haben wir schon mal. Bin unterwegs. Ich erkenne noch zwei. Wo denn? Setze Sensor ein. Boah, das wollte ich gerade nicht.
So. Zwei markiert. Auf dein Signal. Sag los. Zurück. Mein Gott, wenn man hier alles alleine machen würde. Alles klar, Bereich sicher. Ich gehe voraus. Ja, ihr viel zu lahmarschig seid. Ja, wäre besser. Infiltrieren. Okay. Machen wir es einfach mal. Tun wir das, was die netten Herren immer uns sagen. Kommen die überhaupt? Ja. Gut. Er speichert. Sehr schön. Ich wechsle. Was denn? Auf 9 Uhr. Die Unterhosen? Ihre Anzahl? Einer. Er hat ein Sturmgewehr. Wo? Ich höre ihn, ja. Aber ich sehe ihn nicht. Da ist einer. Ziel eliminiert. In your face, bitch. Dass ich von hier aus das Husten so krass hören konnte. Die Wachen loswerden. Sichert die Umgebung. Noch ein Gegner. Genau vor uns. Unterwegs. Sinnlos. So, genau vor uns. Noch einer mehr. Ist da keiner. Einer, warum deaktiviert meine die ganze Tarnung? So. Oh, scheiße, eine Leiche gefunden. Geh in Position. Feinde sind unterwegs! Ach ja, jetzt leckt mich doch am Arsch. Schon wieder die mit ihren Spinnensensoren, Alter. Was für ein Bullshit. Tiger Dust, 16:02. Aktiviere Tarnung. Ein Gegner mit Sturmgewehr. 9 Uhr. Ist das ein Gegner? Ist das ein Gegner? Das ist ein Gegner. Ich sehe noch einen. Im Turm. Feind hat Leiche gefunden, die wissen von uns. Gegner sucht Deckung! Verpisste Drecksscheiße! Sag nicht, ich muss jetzt mit diesem Helischraubding-Drecksteil herumfliegen. Vor allem, wo kommt dieser Arsch jetzt her? Mäh du auch den Rasen, du Scheißvieh! Die entdecken dich gleich. Ich habe ein paar Gegner vor mir. Schnauzer. Einer mit Sturmgewehr. Drohne abgesetzt. Könnt schon vorausgehen. Da jetzt nicht, da passiert nichts, weil ich jetzt nicht mitlaufe. Danke. Und wo war der andere Spacken hier? Bin dabei. Sag wann. Verdammt, ich sehe noch vier. Um 12 Uhr.
Okay, die beiden sind down. Wir müssen uns wieder auf die. Den da. Den will man sofort sehen. Den da will man sofort sehen. Zweites Ziel. Den da will man nicht sehen. Ich sehe noch zwei. Rechts von uns. Dein Zeichen. Auf dein Zeichen. Einer. Aber leicht. Ziel erledigt. Gut. Ey! Geh in Position! Da! Lied auf den da! Roger! Fick you, Alter! Warum ballert die jetzt überhaupt? Wir haben sowieso verkackt jetzt.